Nun, ich bin Journalist seit 25 Jahren. Und ich wurde dazu ausgebildet, zu lügen, zu betrügen und der Öffentlichkeit die Wahrheit zu verschweigen. Aber was wir in den letzten Monaten beobachten können, ist, wie die amerikanischen und deutschen Medien versuchen, Krieg zu den Menschen in Europa und nach Russland zu bringen. Das ist der Punkt, an dem es keine Rückkehr gibt. Und ich stehe auf und sage, es ist nicht rechtens, was ich in der Vergangenheit getan habe und was meine Kollegen taten und noch heute tun, Menschen zu manipulieren und Propaganda gegen Russland zu machen. Denn die Journalisten werden bestochen, um die Menschen zu verraten, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich mir sehr große Sorgen um einen neuen Krieg in Europa mache und ihn nicht will. Denn Krieg kommt niemals von alleine. Es sind immer Menschen dahinter, die darauf drängen. Nicht nur Politiker, sondern auch Journalisten. Und im Buch habe ich beschrieben, wie wir in der Vergangenheit unsere Leser betrogen haben, nur um auf Krieg zu drängen. Ich möchte es nicht mehr. Ich habe diese Propaganda satt. Wir leben in einer Bananenrepublik und nicht in einem demokratischen Staat mit Pressefreiheit und Menschenrechten. Schauen Sie sich die deutschen Medien an, vor allem meine Kollegen, die Tag für Tag gegen die Russen schreiben und selber in transatlantischen Organisationen sitzen, während sie von den Vereinigten Staaten dabei unterstützt werden. Menschen wie ich, ich wurde zum Ehrenbürger des Staates Oklahoma in den USA gekürt. Und warum? Weil ich eben pro-amerikanisch schreibe, beziehungsweise schrieb. Ich wurde durch die Central Intelligence Agency, die CIA, unterstützt. Warum? Weil ich pro-amerikanisch sein sollte. Ich habe es satt, ich möchte es nicht mehr tun. Also habe ich ein Buch geschrieben, nicht um Geld zu verdienen. Das Buch wird mir eine Menge Probleme einbringen, sondern um den Menschen in diesem Land, in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt einen kleinen Einblick zu geben, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt. Ja, dafür gibt es viele Beispiele. Schauen wir nur einmal in der Geschichte zurück. Wenn Sie Ihr Archiv für das Jahr 1988 durchsuchen, werden Sie sehen, dass im März 1988 Kurden im Irak mit Giftgas vergast worden sind. Das ist auf der ganzen Welt bekannt. Aber im Juli 1988 sandte man mich in ein Dorf namens Zubeidat, welches sich an der irakisch-iranischen Grenze befindet. Dort herrschte Krieg zwischen Iranern und Irakern und ich wurde dorthin geschickt, um Fotos davon zu machen, wie Iraner mit Giftgas, mit deutschem Giftgas, vergast worden sind. Man nannte es Lost on Serene, Senfgas, hergestellt von Deutschen. Sie wurden vergast und ich war dort, um festzuhalten, wie diese Menschen durch Giftgas aus Deutschland getötet wurden. Als ich nach Deutschland zurückkam, war lediglich ein kleines Foto in einer Zeitung, in der Frankfurter Allgemeine. Und es gab einen kleinen Artikel, der unterschlug, wie eindrucksvoll, brutal, unmenschlich und schrecklich es war, Menschen Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit deutschem Giftgas zu töten. Dies also war die Situation. Ich fühlte mich missbraucht, dort gewesen zu sein und die Ereignisse dokumentiert zu haben, aber dann nicht die Erlaubnis bekam, der Welt mitzuteilen, was sich bei uns hinter verschlossenen Türen abspielt. Bis zum heutigen Tag ist es der deutschen Öffentlichkeit kaum bekannt, dass es deutsches Gas war. Es wurden dort Hunderte oder Tausende von Menschen in dieser Stadt von Zubeidat vergast. Sie fragten mich, was ich für die Geheimdienste getan habe. Man muss verstehen, dass nicht alle derer, die sich im Ausland als Journalisten ausgeben, auch wirklich Journalisten sind. Und es ist möglich, dass es sich um europäische oder amerikanische Journalisten handelt.
Aber viele von ihnen, genau wie ich in der Vergangenheit, sind sogenannte Non-Official Cover. So nennen es die Amerikaner. Ich war ein Non-Official Cover. Was genau bedeutet das nun? Es bedeutet, dass man für einen Geheimdienst arbeitet und ihnen helfen wird, wann immer sie Hilfe benötigen. Doch falls man auffliegt und herauskommt, dass man eben nicht nur ein Journalist, sondern auch ein Spion ist, werden sie nie sagen, oh, das ist einer von unseren Leuten. Sie werden schlicht leugnen, dich zu kennen. Das steckt hinter Non-Official Cover. Das heißt, ich half ihnen in mehreren Situationen und ich schäme mich heute dafür. Genau wie ich mich dafür schäme, dass ich für so eine renommierte Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine gearbeitet habe, weil ich von Milliardären bestochen wurde. Ich wurde von den Amerikanern bestochen, nicht die Wahrheit zu berichten. Vorhin im Auto auf dem Weg zu diesem Interview versuchte ich mir vorzustellen, was wohl passiert wäre, wenn ich einen pro-russischen Artikel in der Frankfurter Allgemeine geschrieben hätte. Nun, ich weiß nicht, was passiert wäre, aber wir wurden alle darauf getrimmt, pro-europäisch und pro-amerikanisch zu schreiben, aber doch bitte nicht pro-russisch. Es tut mir sehr leid, aber es ist nicht das, was ich unter Demokratie verstehe oder unter Pressefreiheit. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Deutschland. Ja, ich verstehe Ihre Frage sehr gut. Deutschland ist immer noch eine Art Kolonie der USA. Das kann man in vielen Punkten gut erkennen. Zum Beispiel darin, dass die Mehrheit der Deutschen keine Atomwaffen in ihrem Land haben wollen, aber die Amerikanischen noch hier sind. Also sind wir immer noch so eine Art Kolonie der Amerikaner. Und in einer Kolonie ist es sehr einfach, zu jungen Journalisten Kontakt aufzunehmen. Sehr wichtig ist, das Ganze geschieht durch transatlantische Organisationen. Alle Journalisten der wirklich respektierten und renommierten großen deutschen Zeitungen, Magazine, Radio- und Fernsehstationen sind Mitglieder oder Gäste dieser großen transatlantischen Organisationen. Und in diesen transatlantischen Organisationen wird man pro-amerikanisch eingewiesen. Dort kommt niemand an und sagt, hallo, wir sind die Central Intelligence Agency, würden Sie gerne für uns arbeiten? Nein, so funktioniert das bei Weitem nicht. Was diese transatlantischen Organisationen tun, ist, die jungen Journalisten einzuladen, um sich die USA anzusehen. Die Organisationen zahlen alles, alle Ausgaben und Unterkünfte. Das heißt, man wird bestochen und man wird immer korrupter, weil sie einem gute Kontakte zukommen lassen. Man wird nie wissen, dass diese guten Kontakte oft non-official cover sind oder sogar offizielle Leute, die für die CIA arbeiten oder für andere amerikanische Dienste. Also macht man neue Bekanntschaften. Man denkt, es seien neue Freunde und kooperiert mit ihnen. Und sie fragen, kannst du mir diesen Gefallen tun? Kannst du mir jenen Gefallen tun? Und somit wird das eigene Gehirn immer mehr Gehirn gewaschen durch diese Leute. Und ihre Frage war, ist dies nur der Fall mit deutschen Journalisten? Nein, ich denke, es ist speziell mit britischen Journalisten so. Denn Großbritannien hat eine noch engere Bindung zu den USA, ebenso wie die Israelis. Natürlich die französischen Journalisten, zumindest teilweise, nicht so stark wie bei uns oder in Großbritannien. Es trifft auf australische Journalisten zu, auf Journalisten aus Neuseeland, aus Taiwan, aus... Nun, es gibt eine Menge Länder, wo das so ist. Länder in der arabischen Welt, wie Jordanien zum Beispiel, oder das Sultanat Oman. Es gibt viele Länder, wo das passiert, wo man Menschen finden kann, die von sich sagen, anerkannte Journalisten zu sein. Aber wenn man hinter sie schaut, sieht man schnell, dass sie nur Puppen an den Fäden der CIA sind. Verzeihen Sie mir, wenn ich Sie unterbreche. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Manchmal kommen die Geheimdienste zu Ihrem Büro und wollen, dass Sie einen Artikel schreiben. Statt einen anderen Journalisten zu nennen, gebe ich Ihnen ein Beispiel von mir persönlich. Ich habe nur das Jahr vergessen. Ich erinnere mich, wie der Deutsche Auslandsgeheimdienst Bundesnachrichtendienst, das ist eine Schwesterorganisation der CIA und wurde von den amerikanischen Geheimdiensten gegründet,
Der Auslandsgeheimdienst BND kam also eines Tages in mein Büro bei der Frankfurter Allgemeine in Frankfurt und sie wollten, dass ich einen Artikel über Libyen und Muammar al-Gaddafi schreibe. Ich hatte absolut keine direkten Informationen über Muammar al-Gaddafi und Libyen. Aber man gab mir all diese geheimen Informationen und wollte, dass ich sie als Artikel veröffentliche, geschrieben in meinem Namen. Ich tat es, aber es war ein Artikel, der ursprünglich vom Bundesnachrichtendienst, dem Auslandsgeheimdienst, stammte. Also glauben Sie wirklich, dass dies etwas mit Journalismus zu tun hat, wenn Geheimdienste Artikel schreiben? Oh ja, der Artikel. Ich habe ihn in meinem Buch zum Teil neu gedruckt und der Artikel handelte von Libyen und Muammar al-Gaddafi und wie er heimlich versucht haben soll, eine Giftgasfabrik zu bauen. In, ich glaube, der Name der Stadt war Rabta, ja. Und ich bekam all diese Informationen. Es war dieselbe Story, die zwei Tage später weltweit gedruckt wurde. Aber davon wusste ich zu keiner Zeit etwas. Es waren die Geheimdienste, die wollten, dass ich diesen Artikel schreibe. Mit Journalismus hat das alles nichts zu tun, wenn Geheimdienste entscheiden, was gedruckt wird und was nicht. Falls ich Nein sage, ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Nein sagt. Wir haben eine Rettungseinheit in Deutschland mit Helikoptern für Verkehrsunfälle. Wir nennen sich selber die Gelben Engel. Dort gab es einen Mann, der nicht kooperieren wollte. Er war Pilot beim Helikopter-Service der Gelben Engel in Deutschland. Und er sagte Nein zum Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst, als sie auf ihn zukamen, um ihn als Non-Official Cover für den BMD arbeiten zu lassen, während er weiterhin so hätte tun müssen, als arbeitete er für die Gelben Engel. Darauf verlor er seinen Job und das Gericht in Deutschland, der Richter, entschied, dass dies rechtens war, denn so einem Mann könne man nicht trauen. Er wurde gefeuert, weil er nicht mit dem Auslandsgeheimdienst kooperierte. Das heißt, ich wusste, was mit mir passieren würde, wenn ich nicht mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten würde. Nun, ich hatte kurz überlegen. Ich hatte bereits 6 Hausdurchsuchungen, weil ich vom Staatsanwalt, dem deutschen Staatsanwalt, beschuldigt wurde, Staatsgeheimnisse zu veröffentlichen. 6-mal das Haus durchsucht. Nun, sie hofften, ich würde so etwas nie wieder tun, aber die Wahrheit ist es mir wert. Die Wahrheit wird eines Tages ans Licht kommen und niemals sterben. Und mir ist es ganz gleich, was passiert. Ich hatte 3 Herzinfarkte, ich habe keine Kinder. Wenn Sie mich vor Gericht oder ins Gefängnis zerren wollen, die Wahrheit ist es wert. Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ich finde ein sehr beeindruckendes und alarmierendes Interview. Hier ein Blick auf seinen Wikipedia-Artikel. Die gelb markierten Einträge versuchen ihn über Zitate von Meinungen und Aussagen Dritter in eine bestimmte Ecke zu stellen. Das machte mich neugierig auf mehr. Daher jetzt direkt im Anschluss noch ein Interview mit ihm, was RT geführt hat. Guten Tag, Herr Ulfkotte, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns heute genommen haben. Sie sind Autor dieses Buches Gekaufte Journalisten. Können Sie uns sagen, was genau da abläuft zwischen Politik, Geheimdiensten und Journalisten? Ich war 17 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also eine renommierte deutsche Zeitung, habe auch für bekannte andere deutsche Medienunternehmen gearbeitet und muss völlig unabhängig von der FAZ sagen, dass generell bei den deutschen Medien es erstens sehr verbreitet ist, dass man nur pro-amerikanisch berichtet. Zweitens, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit mit westlichen Geheimdiensten gibt. Und drittens, dass der Leser, Zuschauer oder Hörer sehr häufig nicht die Wahrheit vorserviert bekommt, sondern das, was die Eliten im Hintergrund, Politiker, Geheimdienste und die Finanzelite, das, was diese gern möchten. Nach welchen Kriterien werden Journalisten ausgewählt?
Die Kriterien können Sie sich anschauen, wenn Sie gucken, wer ist denn eingeladen worden? Das ist ja öffentlich. Das sind, da diese Vereine auch noch gemeinnützig sind, müssen sie Jahresberichte veröffentlichen, müssen ihre Finanzen und alles offenlegen. Und man kann also schauen bei den Veröffentlichungen, wen haben die eigentlich eingeladen? Und da erkennt man, dass es halt Journalisten sind. Das sind keine Journalisten, die für Themen wie Sportberichterstattung zuständig sind, sondern das sind die Meinungsbildner, diejenigen, die Multiplikatoren sind, die von sehr vielen Menschen im deutschsprachigen Raum die Meinung prägen. Das heißt also, es sind die Leiter von außenpolitischen Redaktionen, innenpolitischen Redaktionen, deren Stellvertreter. Es sind diejenigen, die für Wirtschaftsberichterstattung zuständig sind oder deren Stellvertreter. Also nicht der einfache Redakteur, der Texte bearbeitet, sondern diejenigen, von denen man auch glaubt, die werden in der Hierarchie aufsteigen. Können Sie uns da ein konkretes Beispiel nennen, wie man versucht hat, sie selbst zu beeinflussen? Ein Beispiel, als ich jetzt in den USA war und angesprochen wurde, was ich nie vergessen werde, ich habe von dem damaligen Gouverneur, ich war im Bundesstaat Oklahoma an der Ostküste, und habe vom damaligen Gouverneur David Walters völlig, zu meinem völligen Erstaunen, habe ich eine Ehrenbürgerurkunde des US-Bundesstaates Oklahoma bekommen. Ich bin jetzt ein Honorary Citizen, ein Ehrenbürger von Oklahoma, und habe mich gefragt, warum werde ich Ehrenbürger von Oklahoma? Das steht dick und fett in der Urkunde drin, damit ich die Werte der Amerikaner verteidige, damit ich pro-amerikanisch berichte. Das hat mich sehr erstaunt. Also das ist gar nicht mal versteckt. Die Amerikaner haben mir, die CIA hat mir meine Tauchausrüstung bezahlt. Ich habe sehr viele Vorteile gehabt, viele luxuriöse 5-Sterne-Reisen bezahlt bekommen, wo ich sagen muss, rückblickend, ich schäme mich dafür. Das war gekaufte Berichterstattung. Das ist nicht richtig. Ich kann das nicht ungeschehen machen, aber ich kann einfach aufstehen und kann sagen, ich habe das gemacht und viele Kollegen von mir haben es gemacht und machen das heute auch so. Und deshalb veröffentliche ich auch die Namen von den Kollegen und bitte sie einfach, hört damit auf, weil das letztendlich Krieg fördert. Können Sie uns von Ihrer eigenen Erfahrung heraus erzählen, wie im Irakkrieg manipuliert worden ist? Also das eines der schlimmsten Erlebnisse, ich war ja damals ein junger Journalist, war, als ich im Juli 88 zum ersten Mal an eine Kriegsfront geschickt wurde. Von 1980 bis Juli 88 dauerte der irakisch-iranische Krieg, der sogenannte erste Golfkrieg. Und ich kam in Bagdad an, wurde beim Pressezentrum akkreditiert, dann in einen Bus gesteckt und anschließend mit einem Hubschrauber in mehr oder weniger in den Südteil der Front geflogen, in die Nähe eines Dorfes, das hieß Sobeidat. Und dort wurde mit deutschem Giftgas, die Deutschen hatten die Vorkomponenten für das Giftgas, als Pestizide deklariert, an den Irak geliefert, und zwar massenweise. Wobei die Deutschen wussten, was die Iraker damit machen wollten, denn in der Wüste im Irak gibt es keine riesigen Felder, wo man Pestizide braucht gegen Insekten. Das waren Komponenten zur Herstellung von Senfgas, also Mustardgas von Lost und Tabun. Und ich habe mitbekommen, dass die Amerikaner damals die Satellitenbilder, wo sich die iranischen Stellungen auf der anderen Seite der Grenze befanden, den Irakern gegeben haben, weil ich war ja vor Ort. Da waren Amerikaner vor Ort, die als Supervisor, also als Oberaufseher dort waren. Da waren Deutsche vor Ort, der Bundesnachrichtendienst, die Außenstelle FA 91 in Bagdad, das war die zuständige Stelle, die wussten auch Bescheid. Und es wurde also Giftgas in, die Deutschen haben auch die Maschinen geliefert, um dieses Giftgas in Giftgasgranaten abzufüllen. Die Maschinen hießen Fließdrückmaschinen, damit hat man Gasgranaten gefertigt und dann wurde das Giftgas abgefüllt. Das waren auch deutsche Ingenieure dort, die das Ganze beaufsichtigt haben. Jedenfalls, dann wurden Iraner vergast. Und ich bin wahrscheinlich der einzig noch lebende Zeuge davon. Ich bin von der Berufsgenossenschaft nachträglich, weil ich das alles belegen konnte, als Senfgasopfer anerkannt, war schwer kriegsbeschädigt, habe Krebs bekommen unter anderem und viele schwere Folgeerkrankungen, aber das Grauen, was ich dort erlebt habe, wenn Sie sehen, wie Menschen vergast werden, und ich habe es ja fotografiert. Und ich habe dann natürlich erwartet als Journalist, dass es einen Aufschrei gibt. Wir Deutschen haben Massen von Juden vergast. Ja? Und ich habe gesehen,
Und ich habe vorher gehört, unsere Politiker haben immer gesagt, nie wieder soll so etwas mit deutscher Hilfe passieren oder in Deutschland. Und ich stand da und wusste, dass dort Menschen mit deutschem Gas vergast werden. Also habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schwer verletzt, wie ich war. Und nachdem ich nach Bagdad zurückkam und gesehen habe, wie Amerikaner, Deutsche und Iraker die Vergasungsaktion gefeiert haben, dann habe ich Berichte geschrieben von Bagdad aus, was dort passierte. Und wissen Sie was? Ich kam zurück nach Deutschland und sah ein so kleines Foto wurde in der FAZ veröffentlicht. 6 Zeilen darunter, dass möglicherweise irgendein Gas dort eingesetzt wurde, von wem weiß man nicht und was. Und dann stand mein Name darunter und es gab noch einen anderen Bericht. Da wurde alles rausgenommen, alles rausredigiert von den Kollegen, was irgendwie Hinweise drauf gab, dass die Gehirne ausflossen, wie den Menschen, die Giftgasopfer waren in der Hitze der Wüste, wie die Gehirne aus Augen, Nase und Ohren rausflossen oder alles, was ich beschrieben hatte, was irgendwo gruselig wirkte, unschön, was dieses Wohlfühlgefühl störte beim Lesen der Zeitung morgens beim Frühstück, war alles rausgenommen, es war weichgespült und da stand drüber, bei Zubeidat werden die Spuren der Schlacht beseitigt. Ich hatte dann, das war's, Schluss aus, mehr Berichte gab es nicht und ich durfte auch nicht mehr berichten darüber. Man hat mir keine Gründe genannt, sondern ich habe im Dezember 2013 nochmal den damals zuständigen Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Fritz Ulrich Fack, der lebt noch, er ist Rentner jetzt, ich habe ihn angeschrieben und habe ihn nochmal gefragt, warum nach meinem Eindruck damals das alles totgeschwiegen werden sollte. Statt einer Antwort bekam ich ein Schreiben von den Anwälten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn ich berichte, dann werde ich strafrechtlich, arbeitsrechtlich, zivilrechtlich und presserechtlich mit allen erdenklichen möglichen juristischen Mitteln verfolgt werden. Wird dadurch eigentlich die Karrierelaufbahn selbst beeinflusst? Wenn man dort nicht mitmacht, wenn man also beispielsweise pro-russisch schreiben würde, dann steigt man auf der Karriereleiter nicht weiter auf. Wenn ich Ihnen sage, beispielsweise das Jahr 2003, ich habe eben den Irakkrieg erwähnt, dann müssen Sie sich vorstellen, dass ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Nicolas Busse, der von transatlantischen Organisationen eben auch gefördert wurde, der hat 2003 vor dem Irakkrieg in der New York Times einen Aufruf eigenhändig unterzeichnet. Er stehe an der Seite, man wusste, dass dieser Krieg kommt und er hat geschrieben, er stehe an der Seite der Vereinigten Staaten, bedingungslos. Er werde den Vereinigten Staaten die Treue halten. Und das haben viele andere Journalisten dort in der New York Times auch unterschrieben. Ich sage Ihnen, ein völkerrechtswidriger Krieg, und das ist der Irakkrieg gewesen. Wie kann ich als Journalist einer renommierten Zeitung unterschreiben, dass ich auf der Seite der Aggressoren, der Angreifer feststehen werde, egal was die dort machen? Was ist denn danach passiert? Dieser Nicolas Busse ist nur einer von vielen, die ich hier erwähne. Der ist dann NATO-Korrespondent bei der FAZ geworden und ist heute stellvertretender Leiter der Außenpolitik in der FAZ. Also wenn ich solche Dinge unterschreibe, was passiert dann? Also für mich subjektiv muss ich sagen, das kann doch nicht sein, dass jemand dann NATO-Korrespondent wird, wenn er vor einem völkerrechtswidrigen Krieg schreibt, ich bin einseitig. Das ist für mich jedenfalls nichts anderes. Dann habe ich geschaut, wer von denen, die das unterzeichnet haben, hat denn schon mal einer geschrieben, ich werde an der Seite Russlands stehen oder ich werde an der Seite von China stehen. In Konflikt gibt es nicht. Wann haben Sie selbst gemerkt, dass es so nicht weitergeht? Also bei mir persönlich war es so, dass ich angesprochen wurde von einem CDU-Politiker in Rheinland-Pfalz, der von mir wollte unterzeugen, also das ist alles belegbar, ein bekannter CDU-Landesvater, der wollte von mir, dass ich den damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck von der SPD in Rheinland-Pfalz, dass ich dessen Privatleben ausspioniere. Er wollte mir, hat mir 5.000 Euro als allererstes angeboten, getarnt als Vortragshonorar, wenn ich Daten über die Ehefrau von Kurt Beck ausspioniere. Das wollte er im Wahlkampf verwenden gegen Kurt Beck. Und da habe ich 2 Stunden lang gesessen, habe gehört, dass sie die Kontodaten und alles Mögliche schon ausspioniert hatten mit Helfershelfern. Und ich habe mich gefragt, wie kommen die auf mich zu? Wieso kommen die auf mich zu? Wie korrupt bin ich eigentlich? Was denken die, wie leicht man mich kaufen kann?
Wie tief bin ich eigentlich gesunken in meinem Leben, dass man mich anspricht, andere Menschen hier in Deutschland auszuspionieren, um sie dann fertig zu machen? Dann habe ich direkt aus dem Auto anschließend vor dem Landtag in Mainz einen Frankfurter Strafrechtler, den ich kannte, angerufen, habe ihm das erzählt. Und wir haben dann gemeinsam den Ministerpräsidenten Kurt Beck darüber informiert und haben dann erfahren dabei, der war gar nicht erstaunt, sondern er sagte, Sie sind nicht der erste Journalist, der auf mich zukommt, die haben auch schon andere angesprochen. Das heißt also, die Moral unter Journalisten in diesem Land, die ist so tief gesunken, das kann man gar nicht mehr sagen. Das ist grauenvoll und das war wirklich der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Schluss, aus, Ende mit all dem. Wegen Ihrem Buch, ich habe da jetzt gerade große Furore mitbekommen, auch von ehemaligen Kollegen, die sagen, Sie sind nicht ernst zu nehmen. Haben Sie damit wirklich einen Nerv getroffen? Also erstmal, ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn man sagt, das ist nicht ernst zu nehmen, weil das Wunderschöne an diesem Buch ist, dass es mehr als 650 Quellenhinweise gibt, Fußnoten. Und wenn jemand sagt, den und den Absatz in dem Buch glaube ich einfach nicht. Sehen Sie, wenn das, was ich Ihnen eben gesagt habe, dass ich gekauft werden sollte, um den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck auszuspionieren. Da steht einfach die Fußnote, da steht der Name des Anwalts, da steht Hansi Euler in Frankfurt, der Rechtsanwalt. Da muss man nur bei dem Anwalt anrufen, stimmt das? Oder die Person, ich nenne jeden mit Namen. Und ich bezichtige ja Leute mit Namen und sage, der ist korrupt, der ist geschmiert worden, der ist für die und die Reise, hat der 15.000 Euro bekommen und so weiter. Renommierte Namen. Nicht einer von denen hat mich verklagt oder hat ganz leise auch nur gesagt, das war ein bisschen anders. Nein. Sehen Sie, wenn Ihnen jemand sagen würde, der ist in einem Hotel gewesen und der ist mit Prostituierten bestochen worden. Ja, der hat den und den, Sie haben den und den Bericht in Ihrem Sender veröffentlicht. Da haben Sie vorher eine Prostituierte in Ihr Hotelzimmer gelegt bekommen und Sie haben von dem und dem 15.000 Euro dafür bekommen. Sie sind geschmiert worden, damit Sie genau das berichten. Das können Sie nicht auf sich sitzen lassen. Da müssten Sie aufstehen und würden sagen, entweder der Typ, der das gesagt hat, ist geisteskrank oder es stimmt alles nicht, Sie würden ihn verklagen. Und das schreibe ich über sehr viele Menschen. Ich schreibe ganz konkret, wie korrupt sie sind, warum sie wie schreiben. Und das nächste ist, dass es drei Universitäten in Deutschland gibt, die jetzt genau diese Vorwürfe nehmen und sagen, als Wissenschaftler untersuchen wir jetzt, ob diese Vorwürfe stimmen. Das heißt, ich brauche gar kein Gerichtsverfahren mehr. Die Universität Leipzig, die Medienwissenschaftler dort, nehmen die Berichte aus diesem Buch und sagen, wir prüfen das jetzt nach, was der Autor dort schreibt, ob die Journalisten nach den Kriterien des Deutschen Presserates völlig unabhängig berichtet haben oder ob sie einseitig berichtet haben. Da gibt es Studien zu. Was glauben Sie, was diese Pampers-Journalisten schon jetzt die Hosen voll haben, weil sie Angst haben, was die Wissenschaftler auch dazu sagen werden? Sie müssen mich gar nicht vor Gericht zerren. Viel neutraler noch als ein Gerichtsverfahren sind diese Studien von verschiedenen Wissenschaftlern, die ich kenne die Wissenschaftler nicht näher. Ich habe sie nie gesehen, ich kaufe sie nicht, sondern die sagen, das ist merkwürdig. Alle schauen weg in diesem Land, obwohl sie so schwer bezichtigt werden. Wir wollen wissen, was dahinter steckt. Und ich kann nur sagen, ich finde das gut. Sollen sie machen. Und woher kommt denn überhaupt diese Überheblichkeit dieser Leitmedien? Also, sie sind es gewohnt, traditionell, dass sie große Quoten haben. Ob das jetzt die Fernsehsender sind, ob das große Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und so weiter ist. Wir haben ja, ich war ja Teil dieses Systems, 17 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir haben gelernt, weil wir so, wir haben uns gesehen als sogenannte Alpha-Journalisten oder als etwas Besonderes. Das wurde einem auch von jung an, von klein auf dort beigebracht. Wir hatten Autokennzeichen, Beispiele bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die waren nur für uns reserviert in Frankfurt F-AZ für Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und das Schöne war damals, wir bekamen sehr früh beigebracht, wenn du was getrunken hast abends und du fährst mit einem Auto mit dem Autokennzeichen F-AZ. Damals war das so, es gab keine Polizeikontrollen. Konnten wir reinfahren? Das Autokennzeichen FAZ wurde durchgewunken. Das ist einer, der gehört zu dieser Eliteorganisation. So haben wir das erklärt bekommen, ob du was getrunken hast oder nicht. Sehen Sie, das sind so Dinge, die sind nicht richtig. Das ist nicht korrekt. Wenn es eine Polizeikontrolle gibt, dann wird jeder angehalten, ob da nun FAZ auf dem Autokennzeichen steht oder nicht.
Also wir sollten alle gleich sein vor dem Gesetz, aber daher kommt diese Arroganz, dass man also einmal beigebracht bekommt, man ist etwas Besonderes und dann sind wir natürlich, dann haben wir natürlich eine große Nähe zu Eliten gehabt. Das heißt, ich bin mit den Bundeskanzlern mitgeflogen, war in der Delegation dabei, ich bin mit den Ministern zusammen unterwegs gewesen. Ich bin mit dem Außenminister in Kleinstmaschinen, wo gerade 4, 5, maximal 6 Leute reingingen, um die Welt geflogen. Das heißt, sie haben eine Nähe zu Eliten, die kann nicht näher sein, das geht nicht. Sie kriegen viele Dinge aus dem Privatleben der mächtigsten Männer des Landes mit und dann werden sie irgendwann abgehoben und sie wollen diese Nähe zu diesen Eliten nicht verlieren. Das heißt, sie machen was? Sie wissen ganz genau, wenn ich mit Helmut Kohl unterwegs war, wusste ich ganz genau, wenn ich einmal etwas schreibe, was Helmut Kohl nicht gefällt, dann war es das. Dann fliege ich nicht mehr mit Helmut Kohl mit oder mit den Ministern. Schluss aus, dann fliegt ein anderer mit. Also machen sie was? Da ist der Presseattaché mit dabei, ein Pressesprecher. Die haben Akten dabei mit Gesprächshinweisen oder die haben Hintergrundinformationen. Das heißt, die wollen, dass bestimmte Dinge veröffentlicht werden. Und zwar genauso, wie sie es dort aufgeschrieben haben. Und was machen sie? Sie machen das genauso. Sie veröffentlichen das genauso. Weil wenn sie es nicht tun, dann sind sie raus aus dem Geschäft. Also habe ich das gemacht. Und also machen andere das auch. Wenn sie irgendwo in einer Maschine der Bundesluftwaffe sitzen, dann sage ich, sie sind geschmiert. Wir wussten, wenn wir aus dem Ausland ankamen, in Deutschland, wenn wir am militärischen Teil des Flughafens Köln-Bonn gelandet sind, dann wussten wir genau, dass der Zoll uns nicht kontrolliert. Ja, Kollegen haben aus Amerika eine komplette Harley-Davidson in Einzelteilen mitgebracht, die sie dann hier einfach rausgebracht haben und haben sie in Einzelteilen hinterher verkauft und haben das steuerfrei eingestrichen. Sie haben, egal was sie machten, sie haben Teppiche aus dem Ausland, teure Teppiche eingeschmuggelt oder sonst was. Wir wussten, wir werden nicht kontrolliert. Wir konnten machen, was wir wollen. Wir hätten Rauschgift oder sonst was mitbringen können. Es war völlig egal. Und die Minister und wir haben das auch gemacht. Und das ist kriminell. Das gehört sich nicht. Man gehört dann einer Elite an, die alle Gesetze ignoriert. Und das ist mies. Ich bedanke mich für das heutige Interview, Herr Ulfkotte. Die Erfahrungen von Herrn Ulfkotte stellen ganz neue Fragen auf. Es scheint nämlich so, als wären unsere Leitmedien doch nicht so unabhängig, wie es eigentlich von der Öffentlichkeit erwartet wird.